und ich grüße euch wieder. Ich habe mir noch ein ziemlich kompliziertes Thema ausgesucht, aber wir versuchen, ob wir das vielleicht doch schaffen. Ihr kennt es mit Sicherheit, es ist das Verb werden. Und ihr kennt es, es wird in vielen verschiedenen Situationen benutzt in Deutsch. Wir schauen uns heute exemplarisch drei Möglichkeiten an. Werden mit Zukunft, werden mit Passiv und werden mit Konjunktiv werden mit Konjunktiv 2. So, dazu gibt es ein Beispiel oder immer mindestens ein Beispiel. Also, Möglichkeit Nummer 1. Wir benutzen werden, wenn wir über die Zukunft sprechen. Ich werde nach Lissabon fliegen oder du wirst in Indien bleiben und so weiter. Also das ist das Äquivalent vom englischen will. I will go, you will stay und so weiter. Das ist an sich einfach. Und wir bilden es folgendermaßen Zukunft. Wir nehmen das Verb werden und nehmen das andere Verb im Infinitiv. Das heißt, ich werde fliegen, du wirst das Buch lesen und so weiter. So, dann die andere Möglichkeit ist passiv. Passiv ist ein bisschen komplizierter, aber es geht trotzdem. So, passiv, also passive voice auf Englisch. Zum Beispiel, das Buch wird geschrieben. Das heißt, jemand schreibt jetzt im Moment das Buch, aber es ist für uns nicht wichtig, wer es schreibt oder wir wissen es nicht. Dann, das Haus wurde gebaut. Das ist passiv Präteritum, also Vergangenheit. The house was built. Das erste ist sowas wie the book is being written. Das zweite ist the house was built. Und das bedeutet, in der Vergangenheit hat jemand das Haus gebaut. Wir wissen nicht, wer es war oder es ist nicht wichtig, wer es war. Und das dritte ist, es ist gesagt worden. Das ist dieses Passiv-Perfekt, das komplizierteste Passiv oder fast das komplizierteste. Es ist gesagt worden, das ist sowas wie it has been said. Es ist gesagt worden, dass die Olympischen Spiele bla 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 nicht stattfinden oder so. Genau, das sind die drei Möglichkeiten. Passiv bilden wir mit werden und Partizip 2. Also ich zeige nochmal, das Buch wird geschrieben. Geschrieben ist Partizip 2 und werden steht immer in der Zeit, die wir brauchen. Also wenn wir Präsens haben, dann sagen wir, das Haus wird gebaut. Wenn es Präteritum ist, dann sagen wir, das Haus wurde gebaut. Also werden ist in Präteritum gesetzt worden. Oder das Haus ist gebaut worden. Und diese dritte Form ist ein bisschen seltsam, aber sie wird von Partizip 2 abgeleitet, ist aber nicht wirklich Partizip 2. Also das Partizip 2 von werden wäre ja geworden. Aber für passiv benutzen wir worden. Okay, das ist die zweite Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit ist euer Lieblingsthema, das ist Konjunktiv 2. Conditionals sind es auf Englisch. Und mein Beispiel, ich muss immer spiegelverkehrt lesen. Spiegelverkehrt, kennt ihr das Wort? Wenn ich in den Spiegel schaue, dann sind die Buchstaben andersrum. Und so ist es bei mir in der Kamera. Okay. Ich muss kurz gucken. Ich würde dir vertrauen, wenn du kein Lügner wärst. Lügner bedeutet liar. Vertrauen bedeutet trust. Also, I would trust you if you were not a liar. Das ist Konjunktiv 2. Und die Frage ist, wie bilden wir Konjunktiv 2? Wir nehmen werden. Wir setzen es in Präteritum. Was ist Präteritum von werden? Wurde. Und wir brauchen die Umlaute, das Umlaut. Also wir brauchen die Punkte. Das heißt, es ist nicht das Haus wurde gebaut, sondern würde gebaut werden und so weiter. Das ist aber jetzt Konjunktiv 2 und Passiv. Also, ich würde dir vertrauen, I would trust you, wenn du kein Lügner wärst und so weiter. Und dann Infinitiv. Mit Konjunktiv 2 ist es so, natürlich wird es nicht nur mit werden verwendet, aber dieses Mal wollte ich nur zeigen, wie das Verb werden in verschiedenen grammatischen Konstruktionen verwendet wird. Ich werde mit Sicherheit nochmal ein extra Video machen zu Konjunktiv 2, also kein Stress, aber heute waren es nur drei kurze Beispiele, wo kann ich überall werden benutzen. Und zwar, ihr wisst es, Zukunft, Passiv und Konjunktiv 2. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen.
Wenn ihr Fragen habt, stellt sie in den Kommentaren oder schreibt mir eine Nachricht oder ja, irgendwas. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.